Im Darmstädter Stadtteil Kranichstein, unweit eines barocken Jagdschlosses, steht ein Ensemble aus drei Gebäuden. Einst diente die Liegenschaft einem Landgrafen als Wirtschaftshof. In jüngster Zeit nutzte es die Stadt als Forsthaus. 2012 ging der Revierförster in den Ruhestand und das über 6000 Quadratmeter große Grundstück stand zum Verkauf. Ich war auf der Suche nach einem Grundstück für mein Architekturbüro, vorrangig, als auch für mich zum Wohnen. Historische Gebäude haben eine besondere Ausstrahlung, einfach durch die Geschichte, durch gelebtes Leben und so weiter. Auch wenn der Zustand ja schon sehr stark renovierungsbedürftig war und auch viele abgeschreckt hat. Aber das ist schon das, was man auch immer spürt, ne? Also diese Geschichte und das Leben, was jetzt hier in diesem, mit diesem Ort verwoben ist, hat einfach meine Aufmerksamkeit. Nach dem Kauf entschied sich die Architektin für das Forsthaus als ihr neues Bürogebäude. Direkt an der Straße gelegen, markiert es den öffentlichen Teil des historischen Bauensembles. Hinter dem eigentlichen Forsthaus beginnt der private Bereich der Bauherrin. Dort befinden sich eine ehemalige Scheune sowie ein von den Vorbesitzern als Werkstatt genutztes Holzgebäude. Ja, und das fand ich auch sehr spannend und wollte das eigentlich auch so beibehalten, diese Unterschiedlichkeit dieser drei Gebäude in ihrer Charakteristik zu bewahren, aber dennoch die Komfortansprüche, die man an Wohnen hat, dass man die integriert. Im Mittelpunkt des Ensembles steht das ehemalige Stall- und Scheunengebäude. Der großzügige Wohnraum besticht durch seine enorme Raumhöhe von knapp 9 Metern. Im ganzen Haus ließ die Bauherrin roh belassenen Dielenboden verlegen. Zu Waschbecken umfunktionierte Futtertröge erinnern im Badezimmer an das einstige Stallgebäude. Bauen im Bestand kann man ja nur bis zum gewissen Grad planen. Und dann hat man sich auch einfach ein Stück weit einzulassen auf das, was man vorfindet, auf die Besonderheiten und das auch auf sich wirken zu lassen. Also das ist schon, ist prozesshaft, aber man hat natürlich auch die Bereitschaft mitzubringen, sich einzulassen, offen zu sein. Über eine Treppe gelangt man hinauf zum ehemaligen Heuboden der Scheune. Heute befindet sich hier das Schlafzimmer der Bauherrin. Auf der Rückseite des Gebäudes wurde eine Wand durchbrochen und Platz geschaffen für großzügige Fensterflächen. Aus einem Teil der Steine ließ die Architektin anschließend das Terrassenfundament errichten. Das große Scheunentor wurde ebenfalls verglast. Die zwei großen Flügeltüren blieben erhalten und sind noch heute in Funktion. Im Hochsommer halte ich die Tore geschlossen. Die Scheune ist einfach dadurch, dass er erdberührt ist und wir hier 50 cm dickes Bruchsteinmauerwerk haben, ist es im Sommer sehr angenehm kühl. Und wenn jetzt Sturm angesagt ist, dann schließe ich die Tore einfach auch zum Schutz jetzt des Gebäudes. Drittes Gebäude im Bunde ist die ehemalige Werkstatt mit ihrem Holzfachwerk. In enger Absprache mit dem Denkmalschutz blieben die alten Bretterwände im Innenraum erhalten. Im Erdgeschoss entstand ein kleines Bad. Die ehemalige Werkbank aus massivem Eichenholz dient heute als Waschtischplatte und hält mit ihren Spuren die Geschichte des Ortes lebendig. Im Winter, wenn es dann kalt ist, dann gehe ich in die Werkstatt, weil die Oberfläche des Holzes als auch die geringeren Raumhöhen sind einfacher zu beheizen. Es hat so was Heimliches von der Skihütte einfach durch diese Holzoberfläche. Holz ist halt ein sehr warmes Element und das spricht auch einfach die Leute auch so an. Ne? Die behutsame Instandsetzung aller drei Gebäude überzeugte auch die Jury. Es ist natürlich eine Fachfrau, die das durchaus erkannt hat, welche Qualitäten diese einzelnen Baukörper haben. Und sie hat das in einer ganz überzeugenden Art und Weise beibehalten und trotzdem ein Wohnambiente geschaffen, was natürlich jeden begeistert und wo man sofort einziehen möchte. Also insofern herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderbaren Lösung.
eine Vorstellungskraft zu entwickeln und das einfach umzusetzen. Das ist das, was mich einfach antreibt.